Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, herzlich willkommen zu Deliver Us Mars, einem Sci-Fi-Abenteuerspiel von Kyoken Interactive, gepublished von Frontier Foundry. Und das Ganze kam heute am 2. Februar raus. Wir zocken das Ganze hier live im Stream gerade an. Ich habe jetzt gerade schon mal so ein paar kleine Einstellungen gemacht und genau, das Spiel soll tatsächlich für PC, ich glaube PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series rauskommen, so wie also Series X und Series S. Und ich habe von dem Spiel noch nichts gesehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf neues Spiel und schauen uns mal. Ich hoffe, die Einstellungen gehen so. Ich habe jetzt alles mal auf Ultra gemacht und ich hoffe, das passt soweit. Kathy. Hallo, du Herr Forscherin. Hey. Kleine, schau. Ich habe für mein Mädchen einen neuen besorgt. Yay! Doch bevor ich ihn dir gebe, musst du versprechen, dich besser um ihn zu kümmern. Okay. Nicht wieder kaputt machen, wie die davor. Versprochen. Ein Mondbär für mein Mondbär. Ich bin fast soweit, Kathy. Ich zieh mir nur noch schnell meinen Tauchanzug an. Übertreib mal nicht, Schatz. Schule und Arbeit hören nicht auf. Geh's mal langsamer. Ich weiß, aber ich habe die Zeit vergessen und der Lernstoff ist so faszinierend. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Versprochen? Ja. Okay, da sind wir also. Ganz klassische Steuerung, wir spielen sie. Was haben wir denn hier? Moonman Bundle Band 1. Ausgabe 1, weite Reise und Ausgabe 2, erster Kontakt. Autor Konrad van Schaijk. Illustration Amira Torka. Und hier direkt eine Errungenschaft bekommen, okay. Der Anfang einer wunderbaren Sammlung. Achso, wir können die Sachen auch drehen. Nice. Ich muss auch dazu sagen, es gab ja das Spiel Deliver Us the Moon 2019. Das haben wir eben nochmal nachgelesen. Das habe ich damals nicht gespielt, muss ich sagen. Ich habe das zwar mitbekommen, aber selber nicht gespielt. Und was haben wir denn hier? Das Schicksal der Welt steht immer noch auf dem Spiel und ein mutiger Astronaut reist zum Mond. Seine Mission? Herausfinden, warum die Mondkolonie keine Funksprüche mehr sendet. Auf einer verlassenen Raumstation findet er Hinweise darauf, dass ein alter Freund auf dem Mond vielleicht noch überlebt hat. Schafft der Astronaut es von der zerstörten Raumstation auf den Mond? Über die Autoren, der Autor Konrad van Schaijk und die Künstlerin Amira Torka nutzen ihre gemeinsame Stationierung auf der Copernicus-Mondzentrale als Inspiration, um diesen spannungsgeladenen Thriller zu schaffen. Okay, was können wir uns noch hier so ansehen? Ah, hier diese Drohne aus dem Intro, glaube ich. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Sah gerade aus wie so ein alter Konsolencontroller. Was war das? Super Nintendo? Tablet ID Claire Johansson. Pick 2 High School. Abgabe steht bevor. Stelle dein Dokument des Trolley-Problem. Eine Erklärung. Heute schon fertig.
Da ist nichts hinten drauf. Okay, aber performancetechnisch scheint das ja gut zu laufen. Also hier auf den ersten Blick. Die Zukunft der Fusionsenergie. Charles Walker. A complete collection of all nuclear fusion experiments performed in the first two decades of the 21st century. Okay. Alle Nuklearfusion-Experimente, die im 21. Jahrhundert stattgefunden haben. Also eine Sammlung davon. Okay. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Humanity for the Future. WSA. Okay. Was ist da nochmal die europäische Raumfahrt? War das ISA? ...3747. Du bist immer noch mein Gravitationszentrum. In Liebe, Liz. Cool. Achso, wir können auch laufen. Und hier haben wir eine wunderschöne Aussicht. Wow. Träumchen. Na gut. In der Ferne hören wir Stimmen wahrscheinlich von unten. Dann gehen wir jetzt auch mal runter. Ausgefunden. Gleich um die Ecke vom Campus. Wir sollten einen Gratisumzug für die Treue bekommen. Ach, Lizzie, noch so eine Saison und die ganze Gegend wird zu einer reinen Wüste. Können wir nicht noch warten, bis die Kinder aus der Schule sind und ich wenigstens einmal eine Assistenzzeit zu Ende bringe? Ich will uns doch nur beschützen. Lustig. Die Kinder haben einen Vater, der zum Mond pendelt. Schutz bedeutet etwas anderes für sie. Stimmt wohl. Ich will ihnen nur etwas Normalität geben. Okay, das ist cool. Ich glaube, wir sind etwas in der Zukunft. Mamas und Papas dürfen sowas machen. Tut mir aufrichtig leid. Eilmeldung. Wir sind live an der Südgrenze von Colorado in den Vereinigten Staaten, wo zwischen Flüchtlingen und dem Grenzschutz ein Kampf ausgebrochen ist. Präsident Van Zanten verurteilt die Gewalt und kommentiert... Wolltest du nicht mit Claire schnorcheln gehen? Okay. Ziele. Geh mit Claire schwimmen. Geh nach draußen. Danke. Ein wahrer Athlet. Dann schauen wir mal, ob wir uns hier noch was angucken können. Ah, da kommen wir nicht rein. Schade. Ja, bedienen am Kühlschrank. Oh, das geht. Mom, Dad und Claire. Warum komme ich nicht ran? Und wer kommt mit zum Schnorcheln? Ja. Ich bin auf dem Weg. Ich weiß, Dad. Keine Sorge. Na komm. Okay, Dad. Hab dich lieb. Und jetzt ins Wasser mit dir, bevor Dad dich erwischt. Na komm. Oh, warte mal. Da liegt noch... Achso, das ist einfach nur Schach. Und da haben wir ein paar Chips, die da rumliegen. Eine kleine Farm. Richtig schön hier. Das habe ich gesagt. Aber Mondbär will auch schnorcheln. Gib mir den Bären, du kleine Chaotin. Nein. Ich schwöre, das Freche hast du von deiner Mutter, nicht von mir. Jetzt weiter. Na komm, Kathy, spring rein. Hier einfach rein? Okay. Oh. Okay. Ich glaube, da wird ein neues Level geladen. Mondbär? Kannst du mich hören? Dad? Ist ja gut. Ich werde dich jetzt nach Hause holen, okay? Komm schon. Dad? Ist ja gut. Bin da, Kleiner. Alles okay. Ayla? 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 ASI Einheit 7633-R. Eigentumstransferautorisation 170544. Isaac Johansson. Sag deinen Namen. Kathy Johansson. Egal was passiert, bleib immer dicht bei Ayla. Lass sie nie außer Sicht kommen, okay? Schon okay. Ich hab dich, ich hab dich. Hör zu, Mondbär. Wir müssen jetzt leise sein, okay? Nein. Jetzt hör mir gut zu. Wir müssen hier weg. Wir müssen weg. Äußere Mondbasis 2060 nach Christus. Kannst du gehen? Wo ist Mondbär?
Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Schatze. Ich will Mondbär. Ich glaube, er ist hier irgendwo. Mach schnell. Ist das jetzt ein Rückblick oder ein Blick in die Zukunft? Was haben wir hier? Tablet Isaac Johansson. Scripting Mate. Benötigte Bedingungen erfüllt. MPT-Verbindung wurde wiederhergestellt. Protokoll Cryopod Isaac Johansson Auto Wecken aktiviert. Hier liegt noch was, glaube ich. Nee? Wo liegt denn das Bärchen? Achso, wir können uns auch ducken. Alles klar, dann will ich... Ach, da ist er auch. Guck mal. Wollte nämlich gerade sagen, dann können wir hier mal probieren, lang zu gehen. Hab ihn. Gut, jetzt komm her. Ich brauche deine Hilfe, Mondbär. Ich mache mich auf den Weg. Ich bin auch gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich das mit Controller spiele. Ich glaube, das ist eher so ein Controller-Spiel. Ich mache das einfach mal. Am anderen Ende des Raumes. Wenn er angeht, musst du draufdrücken, okay? Am Ende? Was? Wo, da hinten? Jetzt. Ach da. Oh, ja, warte. Gut so. Okay, Zeit zu gehen. Aber wohin? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Achso, ducken ist einfach B. Okay, wer ist das denn? Warum dürfen die uns nicht sehen? So viele Fragen. Okay, hör genau zu, Schatz. Im Raum am anderen Ende dieses Lüftungsschachtes ist Ace. Rosas Ace? Ja, wir müssen ihn unbedingt holen und zu ihr zurückbringen. Ace hat mich am liebsten. Nach Rosa. Stimmt, genau. Deswegen musst du jetzt da hochklettern und ihn zu dir rufen. Leise. Okay. Na gut. Sie nehmen uns nicht mit. Kapierst du das nicht? Sie lassen die Vita-Gruppe zurück. Wir sind... Ich verstehe. Ich also, verstehe, worauf es hinausläuft. Wollen Sie die Erde aufgeben? Sagen wir dem Team, dass wir ein ASI des Rates haben. Wir brauchen mehr von diesen Hologrammen. Echt? Ace, ich bin's. Hi. Komm mit. Immer schön mitkommen. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei von denen. Was machst du da? ASI-Einheit Nummer 67354-N. Starte Übergabeprotokoll. Lunarrad-Überbrückung. Isaac Johansson. Code 170544. Ace mag das nicht. Ist schon gut. Er weiß nicht, dass wir ihn zu Rosa zurückbringen. Isaac Johansson. Wir müssen uns beeilen, Mondbär. Sie suchen bestimmt nach uns. Aua. Meine Beine tun weh. Komm, ich trage dich. Okay. Und jetzt steuern wir ihn? Ne, er steuert... Ah, okay. Alles klar. Ich verstehe. Claire? Kathy? Claire! Kathy! Dad! Das war Claire! Hey, hey, hey. Warum läuft er davon? Wenn Claire uns erwischt, dann sind wir weit von dir weg. Oh. Wo gehen wir hin? Wir gehen zur Outworld, Mondbär. Zusammen. Ich war gespannt, wie viele Fragen sich lösen und wie viele noch aufkommen jetzt im Intro. Ja, es funktioniert. Moment, warum öffnet sich Vitas Tür nicht? Komm schon, komm schon! Könnte ich jetzt rein theoretisch, also ich werde es nicht machen, aber könnte ich? Okay. Ich weiß ja nicht. Ich muss die Tür aufkriegen. Schnell, mir nach. Was ist das? Ja, ich muss zurückstellen.
Ja gut, wir sind jetzt so reingeworfen, ne? Vielleicht macht er ja auch was, was jetzt ein bisschen schwierig ist. Und wir folgen ihm, weil wir halt nicht wissen, ob er jetzt böse ist oder andersrum. Ich bin auf dem Weg. Ich bin fast durch. Komm schon. Aber die meinen ja eben, die wollen die Erde irgendwie zurücklassen und eine Gruppe zurücklassen. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Ich komme, Mondbär. Claire, halt! Das ist groß. Was da für Kräfte wirken müssen jetzt? Deliver us, Mars. Eins Mondbär, eine Übertragung von einem anderen Planeten, stellt Cathys Welt auf den Kopf. Das Heim ist... Ein Spiel von den Deadman-Brüdern. Thank you.
Was meinst du, Ayla? Meinst du, es hält noch eine Weile lang, das Relikt? Ja, ich auch nicht. Bist du fertig? Du hättest doch schon längst fertig sein sollen. Ist dir der Hintern vor lauter Rumsitzen wund? Du kannst gern raufkommen und mir helfen. Hm? Nee, passt schon. Außerdem wäre ich keine große Hilfe. Das stimmt. Wärst du nicht. Okay. Systeme sind nur was für Nerds. Schon klar. Schon klar, Kumpel. Sei ehrlich. Du fühlst dich von mir und meinem Superhirn bedroht. Du und dein Superhirn brauchen trotzdem einen Dienstälteren wie mich, um an einer NPT-Schüssel zu werkeln. Schon vergessen? Hast du etwa zugegeben, dass du alt bist? Jedenfalls, bin fast fertig. Muss nur was von den Platten abschneiden, die den Hohlleiter blockieren. Sagst du der Zentrale, dass die Schüssel soweit ist? Hab ich schon. Denk dran, die Streampunkte mit den Empfängern zu verbinden. Mhm, mach ich. Ziele, Steuerkreuz hoch. Räume das Hindernis aus dem Weg. Das ist unter uns, oder? Genau, das ist darunter. Dann schauen wir mal. Und ich bin ja echt mal gespannt, ne? Ob das Spiel... Was ist das? Achso. Ob das Spiel im Endeffekt uns auch wieder so überraschen wird, wie das ein oder andere Storyspiel, was wir schon gespielt haben. Das ist immer das Schöne, wenn man dann so blind sowas anspielt. Wie mache ich denn das? Oh. Moment. Lampe? Höhe kontrollieren? Muss ich hier irgendwie rein? Ne, ich glaube nicht. Okay. Ich gehe einfach mal gerade hier ein bisschen rum. Schaue mich einfach mal ein bisschen um. Hier ist es auch ein bisschen düster drin. Was für eine Aussicht. Klettern. Ah ja, guck mal. Krass. Okay, Klettern haben wir schon gelernt. Achso, hier das Schneiden. Schön an dem Riss entlang. Perfekt. Und dann einmal. Und dann nochmal hier. Geht das so? Ja, passt. Gut, jetzt noch die Streampunkte verbinden und fertig. Im blauen hier hinterher? Nee. Die Streampunkte verbinden. Achso, da unten, okay. Ich finde das auf jeden Fall jetzt schon mal gut, dass man direkt die Punkte angezeigt bekommt. Wir müssen also erstmal runter. Was für ein Riesenkonstrukt einfach. Und weiter runter. Jetzt ist nur die Frage, wo geht's denn hier weiter runter? Hier ist ja jetzt keine Treppe mehr. Ach, hier ist eine Leiter. Perfekt. Und dann sind wir, glaube ich, auch da. Ja, fast. Kann man hier rein? Na, das geht nicht. Nur noch die Streampunkte verbinden, dann bin ich da. Achso, dann komme ich dann wahrscheinlich rein. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Was? Schneiden? Soll ich da durch? Achso. Kann man hier irgendwo die Rollern hochmachen? Oh. Das Server wahrscheinlich. Hier. Ja, perfekt. Und da nochmal. Muss ich jetzt da rüber? Ich probiere es einfach mal aus. Und dann sehen wir es, ja. Ah, okay. Wunderbar. So. Dann brauchen wir dafür noch eins. Achso, warte mal. Kann ich hier rein? Nee. Da kann ich nicht rein. Das ist auf jeden Fall zu. Also ich gehe stark davon aus, dass ich... Genau, das ist nämlich genau das Ding, was wir brauchen. Ach so, ja okay, das ist... Ich verstehe. Ein bisschen rätseln.
Und Action. Und dann ist nämlich die Tür auf. Wunderbar. Wie kamen die Leute vor Stream klar? Da muss ja das ganze Wohnzimmer ein einziger Kabelsalat gewesen sein. Genau so war's. Gute Zeiten. Okay, jetzt noch den Empfangspunkt zum Verbinden finden. Achso, nee, andersrum. Quatsch. Wir hatten ja zwei. Genau. Weil wenn wir das hier nämlich wieder trennen, dann geht die Tür natürlich wieder zu. Und von hier aus können wir nämlich auch nur das hier treffen. Und dann haben wir das. Okay. Achso, jetzt können wir auch einfach raus. Perfekt. Begib dich zurück zur WSA. Geh zu Wyan. Na? Das ist die dritte Anlage, die ich mit Stream verbinden musste. Diese Schüsseln sollten nicht mit Notstrom laufen. Genauso wenig wie alles andere hier. Diese kleineren Cascrane-Antennen halten keinen Thermoschock mehr aus. Zumindest solange dauerhaft Strom durch sie fließt. Dir ist schon klar, dass du nur Kauderwelsch redest? Komm, sogar du weißt, was ein Zyklotronwellengleichrichter ist. Also, jetzt denkst du dir was aus. Steige ein. Ich bring hinten drauf. Ja, okay. Ich steige ein. Ich darf nicht mehr. Oder muss ich... Ach doch, ich kann sogar hinten drauf. Ja, guck mal. Perfekt. Schön. Sehr gut. Sind schon gut animiert, die Haare. Aber nachher trinken wir einen? Claire hat mich fast erwürgt, weil ich dir Bier gegeben habe. Memme. Hör mal, deine Schwester ist vielleicht nicht groß, aber wenn es um dich geht, würde sie einen Löwen mit bloßen Händen töten. Also, ist das jetzt ein Ja? Hallo? Warte. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ich muss sofort zu Maria. Geht offenbar um ein streng vertrauliches Notfallmeeting. Maria? Oh, dann geht es wohl um was Ernstes. Darf ich mitkommen? Hä? Nein. Du musst mich nur an den Sicherheitsleuten vorbeischmuggeln. Und wenn ich dann... Nein. Gut. Das gut kenne ich. Claire? Gehst du zu dem Meeting bei Maria? Dem du nicht eingeladen bist. Ja. Bitte, Claire, schleus mich irgendwie rein. Ich will doch nur... Naja. Ich muss los. Vielleicht kriegst du ja Ryan rum, wenn du ihn genug nervst. Ich erfahr schon noch, worum es ging. Schon gut. Sah gerade gefährlich aus. Was ist mit deinem diplomatischen Fingerspitzengefühl? Hat nicht funktioniert. Richtige Slums hier. Wir sind noch gleich da. Das sieht zumindest danach aus. Also gut, steig hier aus. Wirklich? Ah ja. Wirklich. Lass die Erwachsenen erstmal ihr Geheimmeeting abhalten. Hey, das war echt nicht nötig. Ich möchte nur nicht, dass du Dummheiten anstellst, um doch noch reinzukommen. Niemals. Denk nicht mal dran. Ja, ja. Achso, einfach hier runterspringen. Jo. Und tschüss. Pass auf. Hier hoch, ne? Genau. Okay, suchen wir einen anderen Weg in Marias Büro. Nur, oh, ich denke, der wird gleich weiterfahren. Lügen, Ayla. Auf geht's. Triff dich mit Maria. Finde einen Weg in den Administratoren. In den Administrationsbereich. Okay, da sind wir also. WSA. Kann man mit dir reden? Hallo, hallo? Okay. Einfach mal ein bisschen rumschauen gerade. Hier sitzen so ein paar vereinzelte Leute, vielleicht Studenten oder Mitarbeiter. Da sind so ein paar Kisten, ansonsten ist hier nicht so viel. Na gut, ja.
Dann würde ich erstmal mich bei den Zuschauern auf YouTube bedanken. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen kleinen Cut. Und ich hoffe, dass euch der erste kleine Eindruck hier zu Deliver Us Mars gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal hier rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.